Freunde, ich bin heute, wo bin ich? Schau mal hier. Ich bin in China, nein, ich bin beim Dragon Mart in Dubai und ich zeige euch, was es hier alles gibt. Schau mal, das ist riesen Thailand. Wir sind noch ganz am Anfang. Wie du hier ohne Geld Geld machen kannst. Glaubst du? Glaubst du es nicht möglich? Ich zeige dir, dass es möglich ist. So, da drin sieht das so aus. Du hast hier einige Läden. Du hast hier schon Eingangbereich. Du kannst hier als Einzelhändler einkaufen. Du kannst im Großhandel einkaufen. Du kannst auch als Verbraucher einkaufen. So, das heißt, du kannst einfach hier vorbeikommen und die Sachen günstiger einkaufen als woanders in Dubai. Das ist ja ähnlich wie diese chinesischen Märkte. Du hast Haushaltswaren, unterschiedliche Produkte, Klamotten, komische Klamotten, Schmuck. Hast du Bilder, manche sehen cool aus, manche komisch, lustige Toys. Das ist wirklich alles hier, alles. Das sind zum Beispiel sehr, sehr schöne Produkte, Fitness, die man auch auf Amazon verkaufen kann. Hier die Dinge, Kamine, habe ich in der Tat auf Amazon verkauft. Da musst du aber aufpassen, dass das gut verpackt ist, wenn du es verkaufst. So Spielzeuge überall. So, schaut Leute, unterschiedliche Produkte aller Arten. Und die Idee ist, viele haben auch Möbel zum Beispiel oben. Ja? Und diese Händler wissen ja gar nicht, wie man ihre Ware online verkauft. Und jetzt stell dir mal vor, du machst einfach einen Deal mit diesen Leuten, dass du sagst, hier, gib mir ein Stück, ein Muster. Da kaufst du einfach dieses Muster und verkaufst du es einfach. Das heißt, du kaufst es günstig ein, verkaufst du weiter und lässt du diese Leute die Ware an die Kunden schicken. Das heißt, du schickst ihm die Adresse vom Kunden, wie auch immer. Oder du kaufst es, sendest es zu Amazon und lässt Amazon halt alles machen. Und so kannst du eigentlich ganz schnell wachsen. Viele einfach kapieren nicht, dass Vermarktung eigentlich das A und O ist. Weil, was soll er einfach mit dieser Ware machen? Schau mal, wenn ich hierher komme, ja, mal angenommen, diese Armbänder. Das garantiere ich dir, kann man sehr, sehr schön einfach online verkaufen. So, ich kann einmal hier mit 10, 20 Stück starten. Ich muss nicht mal unbedingt nach China gehen, was viele denken, ey, du musst immer unbedingt nach China gehen. Du kannst einfach mal erstmal starten. Verhandelst du, startest du, verstehst du, wie man vermarktet, lernst du das Ganze und kannst du einfach dann weitermachen, ja. So, meine Tochter möchte hier. Marie, was möchtest du hier kaufen? Dieses Screen Protector für iPad. Ah, damit das nicht kaputt geht. Meinst du, ist das hier günstiger als auf Amazon? Ich glaube schon. Der holt das Ganze jetzt. Sie hat das neueste iPad. Das größte. Guck, was hier alles gibt. Gut, Handysuper würde ich nicht machen. Das ist überfüllt von Chinesen. Ah, es gibt so viele Artikel, die du machen kannst hier, falls du hier starten möchtest, wirklich alles Mögliche. Auch solche Spielzeuge. Das ist, viele Leute kaufen einfach Spielzeuge online. Wenn man gute Spielzeuge verkauft. Schau mal, sogar die wechseln dir die Hülle hier. So, schau mal, angeblich funktioniert das auch mit dem Apple. Ich glaube, der Apple-Stift kostet 150 bis 200 Euro. Ich teste es, 80 Dirham. Wollen wir riskieren? Wir riskieren es, Leute. Wir testen den Quatsch. Mal schauen. Ich bin sowieso den Preis unverschämt teuer, aber Apple möchte ja Geschäfte machen. Aber Apple-Geräte sind wirklich die besten. No, we have already. But this is not original, or? Why you are selling this? This is not good when you are not selling original. Bitte Leute, keine Fakes kaufen. Ich bin kein Freund von Fakes und mag auch nicht, dass jemand Fakes kauft. Warum? Stell dir vor, du baust eine Marke auf und dann kommt einer und verkauft das als Fälschung. Das ist nicht nur gegen die Gesetze, es ist sittenwidrig, meiner Meinung nach. Also die Ethik muss ja bei euch irgendwie stimmen, Leute. Also ich mag auch nicht die Leute, die fake Klamotten tragen und so. Das ist für mich alles. Also wenn du dir nicht wert bist, so, oder wenn du dir das nicht leisten kannst, dann kauf einfach normal und kauf nicht Fakes. Das ist für mich Markenmissbrauch, also mag ich nicht. So, du fragst dich, ist das jetzt fake? Nein, das ist kein Apple, also das ist auch kein, das sind einfach Standarddinge. Ich habe auch keinen Namen, also deswegen kaufe ich das. Wir testen es, also wie gesagt, 80 Dirham, das sind 15 Euro, 16 Euro, kann man nicht falsch machen. So, wir nehmen jetzt die Folie,
nimm den Pencil und die Frau hat schon, was hast du bekommen? Ja, neuen Cover. Und Folie, alles hier gewechselt schon. What we have to pay? It is 170. 170, yeah. Why? Too because much. This one 80 dirham, that pen. And this one 30. Soll ich verhandeln? Nein, lass den lieber, komm, wir geben dir 170. So, Marie, was hast du noch als Geschenk bekommen? Ja. Ist es halt so wie, ja, so cool. Ist das cool? Das haben wir geschenkt bekommen sogar. Wahnsinn. Thank you, sir. Also, falls ihr zum Dragonmarkt Leute kommt, ihr findet den Kollegen ganz am Anfang. What is your name? Arshad. Arshad. Yeah. Where are you from originally? From India. India. Welcome, welcome. You're from where? I'm originally from Palestine, but lived 20 years in Germany. Thank you. Thank you. Bye-bye. Schaut hier, was alles gibt. Diese Best Way, das ist schon eine bekannte Marke. Die machen diese ganze Swimming-Spool. Ja, nee, große Spielzeuge. Natürlich macht das hier keinen Sinn, schlecht verpackt. Falls das gut verpackt ist, kannst du es verkaufen, diese Küche. Das ist schon heiße Ware hier. Guck mal, was da alles hier an Toys gibt. Das ist eine Kategorie an sich, dieses Militärzeug hier. Das kannst du wirklich ohne Ende verkaufen. Man glaubt nicht, wie viele Leute sich auf Militär spezialisieren oder eher einfach diese Kategorie lieben. Einfach. Das sind die Paintball-Freunde, es gibt so diese Soft-Air-Kategorie und das gehört auch dazu. So, es ist natürlich heute Wochenende, Samstag. Wir sind mit den Kindern hier. Aber unter der Woche ist hier ja tote Hose. Du kannst wirklich unter der Woche kommen. Aber so siehst, wie viel los hier ist. Viele kommen einfach, um Geld zu sparen. Viele machen einfach Ausflug hier. Ist ja, ich finde es immer lustig. Also ich mag einfach solche Märkte. Vor allem, ich war immer in China auf solche Märkte. Kannst du auch diese Süßigkeiten kaufen. So. Shukran. Die bieten dir immer was gratis an, damit die dir dann am Ende was verkaufen. Das ist so dieses Lockspiel, aber funktioniert gut. Ich falle auch immer darauf rein. Diese Dinge zum Beispiel hier. Wenn du in einem Land lebst, wo du das einfach liefern kannst, du musst das nicht mal einkaufen. Ja, das heißt, du machst eine Vereinbarung mit diesem Händler und sagst hier, wenn eine Bestellung kommt, liefer die dahin und dahin. Hier Werkzeuge, wirklich alles Mögliche wirst du hier finden. Schaut hier, diese ganzen Safes zum Beispiel. Sowas würde ich doch gar nicht kaufen. Ich würde es erst verkaufen, lange Lieferzeit und dem Kunden sagen, schau mal hier, 3.800. If I buy 5 piece, what will be the price? 3.000. Und das kannst du, das sind 800 Euro, wenn du es halt 3.000 kriegst ungefähr. Kannst du locker für 2.000 verkaufen. Kannst du hier drauf noch 20, 30 Euro Versandkosten haben. Okay, thank you, sir. Also du siehst ja, mit den Menschen hier kann man alles verhandeln, kann man alles besprechen. Ich meine, was soll schief laufen, wenn du einmal mit diesen Menschen sprichst? Viele von euch trauen sich nicht mal einfach mal mit diesen Menschen zu verhandeln. Die wollen doch alle verkaufen, die haben alle ein gemeinsames Ziel. Die wollen ihre Produkte verkaufen und das ist doch ihnen egal, wie du das Ganze machst. Ja, also das heißt, geh einfach aus deiner Konformzone raus und verhandle einmal mit diesen Menschen. Starte mit einem einzigen Produkt. Ein einziges Produkt, machst du es richtig. Und dann geht's weiter. Du musst nicht 1000 Artikel machen. Du machst ein Produkt und dann geht's weiter. Schau mal, das ist riesen Teil. Wir sind noch ganz am Anfang. Das nennt sich, wie gesagt, Dragonmarkt. Kannst du angeben. In Google Maps kommst du hier. Aber übrigens, das gibt es auch in jeder Stadt, auch in Deutschland. Das heißt, in Deutschland, in Berlin gibt es auch China-Market. Da gibt es auch andere Märkte auf der ganzen Welt, Neuss zum Beispiel, oder in Köln gibt es auch Großhändler. Das heißt, da kannst du auch genau das Gleiche, was ich jetzt hier mache, genau da machen. So, jetzt habe ich die Frau und Kinder verloren. Muss sie mal anrufen. Du siehst hier überall sind Gänge, wo du noch weiter gehen kannst, kaufen kannst. Hier manche kommen shoppen ohne Ende. Findest fast in allen Kategorien was. Egal, was du suchst. Wirklich fast alles. Klamotten für Asiaten, Klamotten für Europäer, wirklich alles. Da kommen immer diese ganzen Leute zu dir. Watches, wollen dir Fake Rolex verkaufen. Bitte keine Fakes kaufen. Hier zum Beispiel habe ich geile Teekannen gekauft. Richtig so eine. Richtig nice, muss ich sagen. Das hat sich gelohnt hier. Gibt's alles hier noch.
Wie gesagt, hier gibt es Gänge ohne Ende. Mal angenommen, du kannst so einen Deal machen mit so einem Hersteller, mit so einem Händler, der das Ding hat, Meterware, einfach mal verkaufen. Viele wissen ja gar nicht, wie man das verkauft, haben einfach keine Ahnung oder solche Dinge. Keiner erwartet, dass das schon morgen kommt. Du verkaufst das und lieferst so später. Davon gibt es so viele Kategorien. Ja, Butrus, wenn das so einfach wäre, warum machst du es nicht selber? Wer sagt dir, dass ich sowas nicht mache? Aber wir reden ja von Milliarden Mark, ja, das heißt, du kannst das auch machen. Was wir mittlerweile auch für dich haben, ist eine Software, mit der du das Ganze analysieren kannst. Das heißt, du kannst ganz genau schauen, wie viel Stück von solcher Bettwäsche läuft. Was suchen die Leute gerade? Du hast die Möglichkeit, diese Software 7 Tage lang kostenlos zu testen, jede Funktion quasi 10-mal einfach mal auszuprobieren. Und dann kannst du entscheiden, okay, will ich einfach diese Software nehmen oder nicht? Hilft mir das weiter oder nicht? Aber mach den ersten Schritt, geh mal auf solche Märkte. Du wirst genug Produkte finden, die du einfach hier vermarkten kannst. Und mach den ersten Schritt, dass du endlich mal anfängst. Die meisten planen und fangen einfach nicht an. Und das ist schade, das ist schade. Du wirst auch nicht bestimmt mit 65 sagen, ey Mensch, hätte ich damals doch das Ganze ausprobiert und doch das mit dem Onlinehandel mal getestet. Meine Empfehlung, wie gesagt, ist, dass du mit einem Produkt, einer Kategorie startest und dann einfach weiterschaust. Du musst nicht jetzt alles kaufen. Schau mal, wenn du einfach zum großen Geschäft gehst, nehmen wir mal Karstadt oder irgendwo, Kaufplatz oder es auch immer heißt, du kaufst doch nicht deine Schuhe da. Meistens gehst du zum Schuhgeschäft. Guck mal, das ist zum Beispiel einer, der hat sich spezialisiert auf Kinderklamotten. Sogar meine Frau interessiert sich, sowas auch mal zu verkaufen. Warum nicht? Na, schau mal, die haben echt schöne Sachen. Vor allem Kinderklamotten. Ganz locker jetzt mit dem verhandelt. Gibt dir halt bessere Preise. Kann man mit sowas auch starten. Klar, Klamotten hat auch viele Retouren, aber ist auch eine heiße Kategorie, eine der heißesten Kategorien. So, da trifft man sogar Freunde und Bekannten einfach hier mal auf dem Markt. Ganz zufällig, die sie auch hier sind. Aber du siehst, Dubai ist nicht so groß, wie man denkt. Also man trifft in der Tat auch sehr viele Leute an verschiedenen Orten. Schau mal, Gardinen gibt es da. Du hast wirklich alles, alles. Glaub mir, wenn du glaubst oder nicht, du kannst sogar Seife online verkaufen. Wenn du schön verpackst, wenn du die schön verpackst als Geschenk, kannst du sogar solche Seife verkaufen. So, ich frage den, welcher ist gut fürs Gesicht, der sagt das hier. So, das ist Teeblättern. 20 bis 25, der wiegt es. Guck mal, sogar Seife kannst du online verkaufen, einkaufen. So, und jetzt haben wir noch Seife gekauft. Jetzt geht's weiter, guck. Frau hängt da bei Klamotten. Sexy Hexi gibt es sogar. Was ist da los? Schaut hier. Glaubt mir, Leute, wenn ich Bock hätte, würde ich sogar so eine Marke hier hochziehen mit arabischen Klamotten. Dann könnte wirklich aufgehen. Ich komme aber nicht dazu, weil wir jetzt die Software haben, die wir dann weiterentwickeln an der Software. Das Amazon Seller System als Software. Weißt, du kannst ja auch nicht alles machen. Deswegen fokussiere dich auf einen Bereich. Du kannst keine 90.000 Baustellen angehen gleichzeitig. Ey, aber ich zeige euch, ihr könnt sowas angehen, Leute. Es sind so viele Ideen, so viele Produkte. Alleine solche Haarbänder diese ganzen Haarschmuck für Kinder. Schuhen würde ich nicht machen, das würde ich alles nicht machen. Klamotten, wie gesagt, das ist so eine schwierige Kategorie. Aber so One-Size-Klamotten, so zum Beispiel Pyjama oder irgendwas, das könnte man machen. Deko und wie auch immer, kannst du immer verkaufen. Das ist zum Beispiel ein Produkt, das wir sogar selber verkaufen. Also gibt es jede Menge, auch Artikel, Ideen, die du in solchen Märkten finden kannst. Ja? Das heißt, sei es jetzt diese Solardinge, sei es bei Deko zum Beispiel hier. Da gibt es Leute hier keinen Preis. Keiner würde dir sagen, hier 120 hat er hier deklariert. Ja? Ich könnte es bestimmt für 60 Dirham kaufen, 15 Euro. Und auch wenn du es teuer verkaufst, 30 Euro, 40 Euro, keiner weiß, keiner kennt den Preis. Weißt du, das ist die Frage, ob du weißt, wie man sowas vermarktet. Wenn du genug Wissen darüber hast, wie man sowas vermarktet, kannst du wirklich alles vermarkten. Ja, die Marie wird zur Königin gemacht. Zeig. Wow, du hast kein Spiegel, da ist ein Spiegel, sieht man mich auch.
Und sieht cool aus. Magst du? Die Dinge zum Beispiel gehen wirklich ab für Hochzeiten und Co., wenn du sowas verkaufst. Also wir haben hier doch keinen Haarschmuck gekauft. Hast du zwei Ringe gekauft? 20 Dirham ein Stück. Das sind 6 Euro. Wahnsinn. So, jetzt haben wir noch für die Vera hier was Kleines gekauft. Hier so ein Spielzeug. Sie haben echt coole Spielzeuge hier. Diese Rucksäcke sind cool hier. Kannst du alles drauf machen. Zum Beispiel kannst du Werbung drauf machen, während du irgendwo rumläufst. Richtig nice. Sogar Kunstrasen kannst du hier einkaufen und weiterverkaufen. Zum Beispiel. Oder für dich einkaufen. Du kannst echt alles hier, diese Lampen, das ist riesen Kategorie. Hallo, what's the price for two? 40? Sure, last price. 20, last price. 35. Seht ihr, ich hab nichts gesagt, er hat alleine mit sich verhandelt. So, meine Frau hat hier irgendeine Maschine gefunden, die kostet auf Amazon 200 und hier kostet die 55. Wenn man sogar verhandeln möchte, kriegt man das noch günstiger. So, jetzt bin ich zurück bei den Jungs hier. You got it? Ich kauf sowas hier, Greenscreen. Mein Team will, dass ich sowas nutze. Ich habe keine Ahnung, warum. Die wollen irgendwas im Hintergrund schneiden bei einigen kurzen Videos. Wait, what is the price here? 50. Give me. What is the best one? Best one is one. And you have here 3 mm? Okay, ich kaufe mir noch so einen Rasierer. Der macht alles in die Tasche rein. Kannst hier Haare sogar machen, Marie, siehst du? Die Dinge gehen ab, aber das verkaufen wie die Chinesen würde ich nicht verkaufen. Das hier, was ich kaufe, Maya, keine Ahnung, ob das sich lohnt. Ich habe immer so teure Dinge von Eligato gekauft für 300, 400 Euro, nie benutzt, deswegen kaufe ich hier was Günstiges. What was the price for this? 125. So, wir kaufen jetzt diese Maschine. 50 Dirham, Wahnsinn, Schnäppchen. Auch hier im gleichen Markt wollten dafür 90 Dirham. Also hier vom Platz zu Platz auch unterschiedlich. Es war wirklich eins zu eins die gleiche. So Freunde, die Zeit geht schneller als man denkt. Wir sind hier seit 2 Stunden hier und die kleine Mein, die braucht ein Toy, die hat geschlafen. Komm, wir gehen dir ein Toy suchen, komm. Kein Spielzeug. Also wir bleiben noch länger. Oh je, alles gut. So, jetzt haben wir für die Kleine dieses Spielzeug hier gekauft. Versprochen ist versprochen. Schau, wie die sich freut, Leute. Wahnsinn. Seht ihr, Freunde, ich komme zurück und der Mann hier hat schon meine Frau. Was ist da los? Parfüm? Schon lauter, wie auch? Für 100? Zwei Stück? 100, zwei Stück. Hast du verhandelt? Sie hat gefragt. Sie hat nicht verhandelt. Also, falls ihr Öle, Weihrauch, irgendwas braucht, findet ihr bei dem Mann ganz am Anfang, hier am Eingang. Wie heißt du, Schuhe ist Marc? Yasin. Yasin. Der sagt hier, falls ihr von diesem Video kommt, ich hab nichts von, also, gibt er euch Geschenk. Schubtatehum hadiyalli video kulu ta'alu tujitum in Butrus. Butrus Saidjan. Der gibt euch ein Geschenk. Wenn ihr kommt, gibt er euch ein Geschenk hier. Ein Parfüm gratis. Also hier ganz am Anfang vom Dragon Mike. So, jetzt sollte es aber zu Ende sein. Ich wünsche euch was, falls euch das Video so gefallen hat und ihr solche Videos mögt, gerne teilen. Schreibt mir einfach das mal in die Kommentare, dann kann ich euch mehr solche Videos machen. Ich habe es einfach spontan so gedreht, nicht geplant einfach. Ich habe euch mit auf die Reise genommen. Also, bis dahin, viel Erfolg euch allen. So, Freunde, wir sind immer noch nicht fertig. Das dauert hier. Schau mal, das ist das teuerste Eis, das goldene Eis, Gelatio-Eis. Müsst ihr aufpassen. Kostet eine Kugel 6 Euro. 5 Euro für einen Slash. So, läuft hier.